laufen lernen. Und dazu habe ich einen mitgebracht, einen Kenner vom Kindertennis, das ist der Jan Dussmann. Genau. Den fragen wir jetzt mal. Jan Dussmann, was genau ist Ihre Aufgabe? Für was sind Sie zuständig? Also erstmal ist es so, der Tennisbezirk Frankfurt hat hier ein kleines Tennisfeld aufgebaut. Mhm. Und jeder etwas größere Tennisverein aus Frankfurt, der übernimmt da in den jeweiligen Tagen seine Patenschaft und betreut diesen Platz. Das ist jetzt der Tennisclub Palmgarten, der ist der AC Frankfurt, SAFO Frankfurt, jetzt ist der Tennisclub Schwarz-Weiß Frankfurt, dem stehe ich bei, da komme ich her und dann gibt es auch noch andere Vereine von Bergen-Enkheim und auch von Casella oder von Höchst, die hier pro Tag einmal das ganze Tennis betreuen. Ich selbst bin Sportwart im Tennisclub Schwarz-Weiß Frankfurt und kümmere mich da so ein bisschen darum, dass Sport läuft. Das ist gut. Und was genau machen die Tennisvereine dann hier bei Beactive? Was erwartet Leute, wenn sie hier vorbeikommen? Also wenn Leute hier vorbeikommen, dann gibt es da Trainer von den beiden Tennisclubs. Mit denen können die gerne mal so ein paar Bälle spielen. Dann wird ihnen ein paar Sachen gezeigt, wenn sie neugierig sind. Und dann mal mit dem Schläger auf den Ball hauen und ein gutes Smile drauf haben und das mal genießen, wie das eigentlich ist. Feedback kriegen, was das heißt, mit Ball und Schläger umzugehen. Also wirklich einfach mal reinschnuppern in das Ganze. Okay. Kannst du vielleicht was zu deiner eigenen Tenniskarriere so ein bisschen sagen? Wie hat es bei dir angefangen damals? Bei mir hat es angefangen, da war ich glaube ich 4 Jahre alt und habe immer an die Wand gespielt. Ich komme aus Hamburg ursprünglich und meine Eltern in die Ostsee wollten zum Segeln. Da habe ich gesagt, lass dich mal hier, ich spiele weiter an die Wand. Ich habe dann auch wichtige Gegner, die ganz was ich erstmal besiegen. Da haben mir immer auch viele gute Spieler damals gezeigt, was ich so machen muss. Da habe ich immer gefragt, ich war neugierig, was muss ich machen, so. Dann haben die mir immer Aufgaben gestellt und danach haben sie mich korrigiert und alles langsam immer besser. Und, war ich immer leidenschaftlicher Tennisspieler und war dann irgendwann mal auch immer in der deutschen Rangliste ziemlich weit oben und hatte auch Tennisschüler, die haben dann sogar Davis Cup gespielt und hier in Frankfurt ist auch der Alex Waske, ganz bekannter, eigentlich Frankfurts bekanntester Tennisspieler in jüngerer Zeit, der sich gerne seine Akademie hier in Frankfurt auch gemacht hätte, aber auch mit der Stadt Frankfurt nicht so ganz übereinkam und deshalb ist er jetzt leider in Offenbach weiterhin. Schade, aber dann kann man ja jetzt mal ein bisschen reinschubbern, was denn hier hätte passieren können und sich das Ganze einfach mal ein bisschen angucken. Ja, haben wir jetzt noch was vor? Was machen wir jetzt schon? Also, folgendes nochmal. Wer Tennis spielen möchte, kann es hier ruhig mal ausprobieren. Die junge Frau da mit einem kleinen Kind. Sie dürfen jetzt Tennis spielen. Ja, genau. Und Sie auch. Ja, Sie bekommen gleich was von uns. Die Kinder bekommen auch Geschenke. Ja, also lauft nicht weg, ohne mit mir nochmal zu sprechen gleich. Ja, okay. So, übrigens, die Carina, der Mann da hat vor 24 Jahren auf der Zeit, auf der gesamten langen Zeit, bis zu Constable Wache, ja, hat er 20, 30 Tennisplätze aufgebaut für Kinder. Okay. Und mehrere Tage gab es nur Tennis, ja, auf diesen kleinen Plätzen. Das war damals die beste Aktion, die es jemals in Frankfurt gab. Und ich überrede ihn heute nochmal, dass er das nochmal macht. Aber davon weiß er noch nicht. Ach so, naja, gut. Das machst du noch, oder? Mit mir als Helfer. Nächstes Jahr machen wir das, ja. Die Sponsoren bringst du sofort. Gut, ich sehe jetzt schon die Bälle da vorne liegen. Heißt das, wir legen los. So, wir haben das mal kurz angesprochen gehabt, wie wichtig es ist, so ein bisschen koordinative Fähigkeiten zu schulen. Und wir werden das mit den jungen Frauen zeigen. Ja? Junge Frau, halten Sie mal den Ball. Das macht sie sehr gut. Ja? So, und jetzt, ich gebe mal den kleinen Mann da. So, und jetzt, Bälle bitte. Nicht so, so machen das immer die Anfänger, ja, so Jan, zeig dir das mal, wie man das macht. Ja, gleichzeitig, los, fang da an jetzt. So, ihr merkt, sie kann nur Leichtathletik, ne?
Und viele andere tanzen dann sie auch, aber mit Augen, Hand und Koordination. Nochmal. Augen, Hand, Koordination. Ja, das war schon mal klasse, ja. No? Übrigens, diese Übung, die sie da gerade macht, das machen auch Fußballprofis mittlerweile, ja. Da gibt es spezielle Trainer, ja. Mich können sie sich nicht leisten, aber diese Profis machen diese koordinativen Übungen auch für Tennisprofis oder für Fußballprofis, weil man unheimlich viel lernen muss in dem Gehirn. So, jetzt dockst du beide Bälle auf, gleichzeitig und beide gleichzeitig dockst. Das war klasse. Los, fünfmal. Sehr gut. Jawohl. Und jetzt einmal rechts, einmal links. Rechts, links. Immer einmal rechts, einmal links im Wechsel. Du bist toll. Und jetzt warte mal, bis die Karina das macht. Ja. Ja, und fangen auch noch. Das habe ich auch nicht erzählt. No? Ich habe es vergessen zu erzählen, dass man sie fangen soll. Nochmal. Jetzt habe ich also zu fangen. Ihr könnt in der Zwischenzeit Tennis spielen da. Ah ja, los jetzt. Da über das Netz. Da, hier, da. No? Also ich komme. Da, das Netz hier. Ich komme gleich runter, da darfst du mit Tennis spielen. Das wollen unglaublich viele Leute. Ich bin der kleinste Tennistrainer von Deutschland, aber der Beste. Okay, der Zweitbeste. Okay, so jetzt weiter. Jetzt wirst du den Ball dotzen und das Bein drüber heben und den Ball fangen. Ja, du auch. Also ihr merkt, das Körperempfinden ist manchmal ganz schön schwer. Ja? Okay. Ja, du bist toll. Aber mit dem anderen Bein auch noch. Du hast zwei. Und jetzt mit dem anderen Bein. Ja, super. Okay, gut. Also der junge Mann hat da Tennis gespielt. Man merkt so, jetzt du jetzt. Ja. Okay. Also, heute Abend ist nochmal irgendwie so Gymnastik hier. Ne? Karina wieder eingehen. Sehr gut. Okay, einmal noch und dann darf der Jan gehen. Ja, du musst zum Arzt. Ne? Gib mir die Bälle. Tschüss. Ciao, geh zum Arzt. Ja. Tschüss. Also an alle gerne mal vorbeischauen, wir werden uns jetzt nach vorne einfinden. Es gibt für die Kids ein paar schöne Preise, wir werden zum Tennis spielen und mit dem Ball generell mal ein bisschen Quatsch machen. Ich glaube, das wird sehr lustig, weil ich auch nicht ganz so talentiert bin, wie man gerade gemerkt hat. Wir kriegen das noch hin, schauen Sie gerne mal vorbei, wir sind jetzt da unten vorzufinden. Genau, auch zum Tennis spielen. Sonst ist schon noch einen schönen Mittwoch. Ciao.